Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum weiteren Video von meinem Kanal. Ja, Freunde, heute gibt es mal das erste FIFA 22 Video von mir, und zwar in Hybrid Starter Team. Freunde, wir starten heute rein in das erste FIFA 22 Video, wie gerade schon gesagt. Ich habe mega Bock drauf, ab jetzt FIFA 22 Content. Wie ihr das Ganze aber haben wollt, ist mir eigentlich egal, ob ich kürzere Videos mache, aber dafür ein paar mehr Videos mache. Oder längere Videos, aber da dann 2 bis 3 Teams reinpacke. In dieser Folge gibt es ein Team. Und ja, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie ihr das wollt. Oder lasst einfach einen Daumen nach oben, dann weiß ich das auch. Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Würde mich auf jeden Fall auch freuen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir schon direkt rein. Und schreibt auch in die Kommentare, ob ihr gehypt seid auf FIFA 22. Denn ich bin es auf jeden Fall. Und wir starten rein. Fangen wir mal an mit Strakosha. 83 würde ich jetzt nicht nur auf- oder runtergraden. Würde ich bei einer soliden 83 lassen. Die Innenverteidigung wird aus Juan Jesus der Silberkarte, aber hat immerhin noch einen guten Pace-Wert, und Felipe, den ich plus 2 gegeben habe, auch eine solide Saison gespielt. Auch dann, glaube ich, knapp unter 80, weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Duo für den Anfang und auf jeden Fall Cheap Beast. Rechts haben wir Malqui, da habe ich auch jetzt ein 0 Upgrade gegeben. Linke Verteidigung haben wir Telles. Aber ich muss sagen, echt enttäuscht. Damals bei Porto, wo die noch Champions League gespielt haben mit Telles, da war der echt sehr, sehr stark. Manchester United-Spiele bin ich ehrlich nicht so verfolgt. Auch nicht in der Europa League oder Champions League. Aber ich würde den ganzen Mann trotzdem minus 2 geben. Auf eine 82 würde ich ihn sehen. Auf eine 84 finde ich ein bisschen zu overrated für ihn. Dann sind wir auch schon komplett fertig mit der Verteidigung und dem Tor. Wie gesagt, kurzes, knackiges Video. Die Squad-Bilder, bin ich ehrlich, möchte ich auch nicht zu lange halten. Also nicht so 5-10 Minuten, weil das für mich, also bei einem Team natürlich, also wenn wir mehrere Teams machen, dann ja. Aber bei einem Team so knackige 3-4 Minuten würde ich mich auf jeden Fall sehen. Mehr nicht, weil, seien wir ehrlich, bei so Squad-Bilder-Sachen, kurzes, knackiges Video wäre natürlich am geilsten. So, dann fangen wir auch rechts an mit Coquelin eben im Mittelfeld. Minus 1 würde ich den ganzen Overall-Rating geben für FIFA 22. Aber das schreibt mir auch in die Kommentare. Also ich finde die FIFA 22 Goldkarten-Designs finde ich 1000-mal besser als in FIFA 21 und allen FIFAs davor. Die finde ich jetzt mit Abstand am geilsten. Auch mit von dem Hintergrund und von der Goldness der Karte, sage ich jetzt mal. Dann kommen wir zum mittleren ZM. Das wird natürlich Fred sein. Das ganze Team übrigens ist im 4-3-3. Kurz vergessen. Aber das Team kann man im 4-2-3-1 spielen. Man kann es im 4-4-2-2 spielen. Kann man überall alles machen. Wie gesagt, Fred im mittleren ZM. Minus 1 würde ich ihnen geben. Oder der linke ZM wird hier sein. Plus 3 upgegradet. Lingard hat auf ihn natürlich Gold Rare. Hat natürlich eine sehr, sehr starke Saison letztes Jahr bei West Ham gespielt. Ich sage euch ehrlich, schade, dass er nicht bei West Ham spielt, sondern jetzt wieder zurückgekehrt ist, wo er eigentlich aussortiert worden ist zu Manchester United. Ich verstehe auch nicht, wieso die Leute, so wie Lukaku auch, der wurde auch richtig aussortiert bei Chelsea, wo er natürlich schlechter war, und jetzt wieder einfach zurückgekauft. Naja, verdient er natürlich trotzdem mehr, aber ich würde es nicht machen als Spieler, bin ich so ehrlich. Ich würde auf den Club scheißen. Linker Flügel haben wir Podence oder Podenz, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Auch bei 0 upgraded oder 0 downgraded. Iheanacho, wie gesagt, im Sturm habe ich jetzt 3 Vorschläge. Einmal Iheanacho, den ich in FIFA 22 auf dem Plus 5 Rating sehe. Immer wenn ich Leicester City Highlights oder so geguckt habe, war immer Iheanacho im Sturm. Ob Vardy oder so verletzt war, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr stark gespielt, der Iheanacho, deswegen Plus 5 Upgrade. Da könnt ihr auch noch benutzen Daka, der von Red Bull Salzburg auch jetzt nach Leicester City gegangen ist. Kriegt auch von mir auf eine 76, auf eine 78. Und es soll stehen, dass Adama Traoré eine Stürmerkarte kriegt und keinen Rechtsflügel mehr. Deswegen könnt ihr auch Adama im Sturm verwenden, wenn er als Stürmer halt im FIFA 22 Ultimate Team rauskommt. Dem gebe ich auch das ganze Plus Nummer plus 1. Und rechts haben wir dann Chukwueze, oder wie man ihn auch ausspricht, im Villarreal Europa League gewonnen. Dann auch noch knapp Supercup leider gegen Chelsea verloren. Für ihn leider, ich muss sagen, auf jeden Fall nice für Kanté und alle. Oder für Havertz, Werner, dass die Supercup gewonnen haben. Aber ich würde ihnen nochmal plus 2 Upgrade geben auf den Rechtsflügel. Ja, und wie gesagt, die
manche wird sagen, die Stürmer, die jetzt, die ich gerade gesagt habe, Daka und Adama, werden nicht auf volle Chemie kommen. Ja, die werden dann halt nur auf 8 Chemie kommen und Iheanacho der Einzige, der auf volle kommt, 8 Chemie kommen. Ob das jetzt so ein heftigen Ausmaß macht oder also ob die Spieler wegen 8 Chemie jetzt nochmal schlechter gemacht werden, so wie die Position, du kannst ja keine RV mehr in die IV spielen, die werden auch schlechter gemacht. Ob das Ganze bei der Chemie-Passette des Spielers, weiß ich nicht. Wäre auf jeden Fall richtig scheiße. Ich sag mal so, dann kannst du nur noch 2 Ligenteams bauen und das ist Schrott, finde ich. Deswegen würde ich das so beibelassen. Oder auch zum Beispiel, du spielst zum Beispiel Sané und Gnabry beide auf dem rechten Mittelfeld, willst aber trotzdem beide spielen, weil es deine Lieblingsspieler sind und packst dann einen als RS auf den LS und auf einmal ist der 1000-mal schlechter. Das frage ich auch nicht, wenn das in FIFA 22 so kommen wird, weil es macht einfach für mich keinen Sinn, wenn nur Rechtsverteidiger in der IV weniger werden und nicht zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, mit RS-Karten auf LS spielen, dass das auch gedowngradet wird, weil wenn das nur die IV, RVs in die IVs gemacht werden, dann finde ich das ein bisschen. Ja, hätte man auch dann lassen können, hätte aufgeregt, aber hätte man auch ziemlich lassen können. Meiner Meinung nach. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sind wir bei dem Video vorbei. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, Kommentar für den Algorithmus, wie euch auf FIFA 22 freut. Digga. Was war das mit meiner Stimme? Oh, scheiße. Macht's gut, dort rein und ciao.